In dieser Etage gibt es das WC und eine weitere Tür. Aber erstmal wollen wir hier hinein. Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? Dann stammeln wir nicht. Lea. Blub, blub. Blub, blub. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ja, wer wohl? Ach nein. Lass uns hier drin eine Überschwemmung verursachen. Das ist leer. Harvey, der Wasserspender ist doch ganz leer. Oh, ach ja. Yippie, lass uns hier... Ach. Tja. Guck mal, Harvey, ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach, nein. Apropos trinken. Gut, ich muss weiter vollkritzeln. Mülleimer. Der schreibt noch. Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? War schwer zu übersehen in dieser Version. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Hurra. Da gibt es das Achievement Copyright-Verletzerin drin. Können wir einen versifften Papierbecher mitnehmen? Da ist nur ein Jahresvorrat, die Auswahl. Ah, sehr schön. Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Sehr schön. Blätter bekritzeln. Auf dem Topf steht's. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch, ey, wir müssen auf jeden Fall noch mal hoch in eine andere Etage. Noch was. Ich hab was. Ach du Scheiße. Oh, Monitor-Orakel. Was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Wir müssen noch mal einen neuen Spielstand starten. Wir müssen noch mal in den Raum, wo wir jetzt nicht mehr rein können. Wir haben das, verdammt, wir haben das Buch, wir haben die Captain Unbruchbar, haben wir jetzt nicht mit dabei. Der Elfpuppe im Regal und so weiter. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein, das ist das Stiesel drin. Verkackt! Ach, weil ich zu schnell hier durchgewascht bin, weil ich zu schnell schon die Lösung abgegangen bin. Ich hätte mich in dem Zimmer noch umsehen müssen, hätte ich noch die... Mindestens das Captain Unbruchbar Comic-Heft hätte man mitnehmen müssen. Ja gut. Schaut euch das alte... Habt jetzt eine Möglichkeit, euch das alte Let's Play anzugucken von mir. Habt jetzt einen Grund dafür, euch das Ende bricht aus Let's Play anzugucken. Ist noch anschaubar. Von vor 2 Jahren. Von vor 3 Jahren. Da habe ich das mitgehabt, da habe ich mir alles damit angeguckt. Ein Schlüssel. Tja. Ich versuch's einfach. Pfoten weg.
Das war wohl nix. Einen Mehrwert muss das ja haben, das Let's Play vom... Das Original Let's Play. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Warp 5. Energie. Fernseher. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Der Fernseher ist aus. Gut, dann reden wir mal mit... Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Auf keinen Fall. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ja. Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schra... Edna! Er... therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Ja. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Ui. Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Dass der sich noch nicht eingebissen hat. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren. Tja. Zurück zum Generalschlüssel. Was? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder... Okay. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Ja. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt. Beginnt man, Buchstaben darin zu sehen. Tja. Hast du etwa das ganze Jetzt foltern wir ihn ein bisschen. Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wir müssen dann später mal, ich glaube, diesen Raum müssen wir ausschalten und diesen hier, damit dann hier was passiert.
Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Asterix und Obelix an Spion, juhu. Apropos Wasser. Und die Folter geht los. Juhu. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Das gefällt mir viel zu gut. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch. Aufhören! Husch. Drama. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Eine der besten Szenen überhaupt im Spiel. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Eine Wanne fast hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch. Flatsch! Out of the train! Pitcher, pitcher, pitcher! Jetzt halt endlich die Klappe! Out of the... why? Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden! Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann! Ich kann! Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Das wäre toll. Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Ja, tut mir fast ein bisschen leid. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht... Gnade! Gnade! Wasser. Oh je. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ich lass dich dann mal wieder allein.
Dann tu das bitte auch. Gut, hier sind wir erstmal fertig, denke ich. Dann auf in den Gang. Ein Fenster. Ah, die Freiheit. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Das stimmt. Es ist verschlossen. Schade. Nein, das würde ein schlechtes Licht auf mich werfen. Wenn das Fenster mitnehmen würdest. Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Haha. Nein, das... So können wir... Hier mal kratzen. Sehr schön. Aufs Klo. Ach ja, Handtuchspender. Die dreckigen Dinger. Mist. Ui. Mist. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aber sind sie gerade auf dem Herrenklo? Edna. Ein Spiegel. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Herbergschlebuch. Kugelschreiber rückwärts. Oh, das ist nice. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Es reimt sich, deshalb stimmt's. Okay, besser. Ah, ja. Hagel Scholo. Mehr Blutsch, sitzt noch wach. Kaputtes Stillbein. Guck mal, Harvey, Reflexion. Oh. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich habe rücklich gesprochen. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Jeff. Jeffra. Seife. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Keine Seife mehr drin. Guck mal, Seife. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Tja, hätte ja sein können. Nein, meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Können wir hier... Poloschläger? Seife kaputt hauen? Nein, meine Sachen bleiben so... Waschbecken. Eine erste Analyse ergibt... Wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Tja. Können wir Harvey... Willst du baden, Harvey? Igitt, nein! Sehr schön. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Oh nein, müssen wir uns neuen holen. Nass schreibt er nicht mehr. Tja. Ich kann nicht mehr viel machen. Einfach das Wasser mal laufen lassen. Die Wasserrechnung des Hauses erhöhen.
Einen neuen Becher brauche ich. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Das mag wohl sein. Okay, hier nochmal links. Hier können wir rein. Oha, Kaugummiautomat. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und ungenießbar. Mhm. Yippie! Da kommt ja wirklich was... Buah, alt und un... Wir müssen das Fenster aufmachen, vielleicht können wir es dann rausschießen. Spracherkennung gibt es erst in der nächsten Windows-Version. Hm. Oh, guck mal, Harvey! Kaugummis! Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und un... Hm, sehr schön. Irgendwo klebt dieses Kaugummi unten. Yippie, da... Noch ein Kaugummi. Alt und... Ich markiere mir lieber den Weg hierher. Mhm. Schnelles Vollkritzeln. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Oh ohne ja. Dich wäre ich stets krank. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne Kaffee. Das kannst ohne du laut sagen, aber. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr deprimierend ist, eine Schranktür zu sein. Ach nein, wo denkst du hin? Naja, den ganzen Tag nur auf und zu, nichts dazwischen, keine Grautöne. Hey, projizier deine Konflikte gefälligst auf deine eigenen Marotten. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Oh nein. Es gibt Aufstände. Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbara. Ja, definitiv. Kaffee, schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Kaffee ohne... Das haben wir schon getan. Kalenderbegrenzung können wir nicht... Meine tollen Sachen, die gehören auf... Da können Sie... Okay. Cornflakes. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Wach. Hey, da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Hurra. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Können wir das mal verschlucken? Ich gehöre jetzt zum Sonderkommando eines gewissen Kommissar... Kellogg. Ja. Marmelade. Eingetrockneter Rhabarberkompott. Sushi Waldmeister 2-Phasen Powergel. Hm, glitschig. Aber Seife. Haben wir nicht. Das kann ein schönes Splash machen. Hm,
glitschig.